hat Jesus, als er 17 war, gekifft. Ich frag mich, ob das so gewesen ist. Er war doch nicht ausschließlich ein sauberer Mann, hat sich auch mal was gegönnt, dann und wann. Er war ja auch so ein Zimmermann-Typ, ein skinny cooler Bart, Flanellhemd schick. Und am Wochenende ist er manchmal losgezogen, hat gefeiert und getanzt, bis die Sandalen flogen. Da wär ich zu gern dabei gewesen, wie er besoffen und breit unterm Tisch gelegen. Er war sicher kein Kostverächter, gestern war er hip, heute wäre er Hipster. Heute wäre er Hipster. Und wenn er Party machte, kamen sie alle. Man munkelt 5000, die ganze Bagage. Doch zum Glück hatte er genug besorgt. Okay, man hörte, der Wein hatte ein bisschen Korn. Und überhaupt, was war denn da mit Magdalena? Die war nicht nur heiß, na klar, die wollte jeder. Und die hat er sich dann ja auch gleich angelacht. Wie wär's denn mit dem Abend mal um 7:30? Da wär ich zu gern dabei gewesen, wie sie besoffen und breit unterm Tisch gelegen. Er war sicher kein Kostverächter, gestern war er hip, heute wäre er Hipster. Heute wäre er Hipster. Und jeden Tag ist er mit der Gang rumgezogen. Du kannst mir erzählen, was du willst, die nahm noch Drogen. Ab und zu so ein richtig schönes Weingelage, hat noch niemandem geschadet an Feiertag. Ich hab gehört, er hatte auch Superkräfte, übers Wasser gehen, Wasser zu Wein, er war der Beste. Obwohl fliegen konnte er nicht dann, dann wäre er ja auch Superman. Hätte eine super Frau. Und 5 Kinder vielleicht, ein Hund, Katze, Vogel.